Das Besondere als Sänger der Barockoper zu singen ist die Stilistik. Es ist viel kleiner, viel intimer und ja, jedes Stück ist so ein bisschen wie so ein kleiner Edelstein, den man so, wo man so richtig schön Sachen rauspolieren kann. Also es ist wirklich eine ganz andere Art zu singen und es macht sehr viel Spaß. Die Musik macht innerlich beweglich, weil sie eben schneller ist als das, was ich sonst so mache, weil sie agiler ist, weil sie viel kleinere Teile hat, weil sie auch flexibler ist, wie man selber mit der Musik umgeht, weil man ja Verzierungen erfindet oder mal so ein paar andere Töne reinbaut. Aber man probiert, die kleineren, feineren Töne wieder rauszubringen und zu üben und die Stimme wieder ein bisschen flexibler zu machen. Tut auch sehr gut, auch wenn man dramatisches Zeug singt, zwischendurch mal wirklich die feinen und kleinen Sachen zu üben. Also die Musik fängt an und eben Händel hat ja eine irrsinnige Qualität und wie jeder gute Komponist hat er den Schlüssel gefunden, dass die Musik direkt in einen reingeht und direkt was auslöst. Saul ist insofern eine Herausforderung für den Opernchor, weil es kein Stück ist, das aus dem normalen Repertoire ist. Es ist auch tatsächlich so, dass das für jeden, der hier im Opernchor ist, eine Neueinstudierung war. Das ist natürlich insofern eine super Sache, als ich wirklich meine Interpretation einstudieren kann und wirklich ganz neu an das Stück herangehen kann. Die Interpretation entsteht insofern, als ich mich mit dem Kapellmeister Felix Petzold abgesprochen habe, sehr viele Entscheidungen vorab getroffen habe, bevor es auf die erste Chorprobe ging. Der Chor ist in dem Händel-Oratorium Saul ja nicht nur die Volksmasse, die auf irgendeine Weise auf dieses Politikum reagiert, das da verhandelt wird. Der Chor taucht auch in Szenen auf, wo man nicht davon ausgehen kann, dass Öffentlichkeit präsent ist. Zum Beispiel in diesem sehr intimen Liebesduett zwischen David und Michael. Aber der Chor schafft eine unfassbar zärtliche Atmosphäre um dieses Geschehen herum und schafft damit meiner Meinung nach auch eine Brücke ins Publikum. Man fühlt sich unmittelbar in das Geschehen mit eingesogen und involviert. Ich finde das wahnsinnig beglückend, sich mit so einer Art von Musik zu beschäftigen, weil man jedes Mal was Neues entdeckt. Ich könnte noch weiter proben, also ich fühle mich davon überhaupt nicht erschöpft, ganz im Gegenteil, es beflügelt mich eigentlich viel mehr.